Fabo? Was denn? Entschuldigung, Sind ich wir wach? ja, ich musste gerade irgendwie einen Monat im Chat lesen, glaube ich. Ja, genau, der eine Liedermaster ist. Peter hat einen krassen Take, Leute. Ja, Fabo hat für mich immer die Klausuren geschrieben, deswegen bin ich jetzt Risikoinvestmentberater. Ich bin jetzt quasi Berater für Risiken und Versicherungen bei der DVAG, genau. Kennt ihr das? Also es ist, ich hab ja selten einen so großen Schmutz erlebt wie dieses Unternehmen. Was? Ich weiß nicht, wo du redest. Kennst du die DVAG nicht? Deutsche Vermögensberatung? Ja, doch, aber. Da werden irgendwelche Leute aus meiner Schule, da waren die noch im Abitur, die sind dann irgendwie auf den Trichter gekommen, ey, wir können ja für die beraten, weil du brauchst ja quasi keine Qualifikation, die nehmen ja jeden. So als, ich weiß nicht, wie das da heißt, Vertrauensmann oder Vertrauensmitarbeiter oder so. Nein, ich floate einfach alles, weil ich ein Mist. Ja. Dann wollten die einfach, während wir noch in der Schule waren, wollten wir uns alle möglichen Lebensversicherungen, was weiß ich, André. Ja, aber das ist doch günstiger, wenn du früh abschließt. Also die sind ja einfach nur nett. Ja, genau. Für 250 € im Monat eine scheiß BU und dann, na? In der Schule schon. Ja. Noch keiner irgendwie überhaupt weiß, was er studieren will, aber Hauptsache eine BU abgeschlossen. Ich freue mich mal, wenn sich dann so Leute melden, die du seit 10 Jahren schon nicht mehr gehört hast. Ja, Ey. genau, solche sind Ich das. Und die freue haben mich sich darüber, ich dann drüber, ey. 5 Jahre später, 5 Jahre nach dem Abi, kamen die auf mich zu und sagen, ey, kennst du irgendwo ein krasses Office mit 280 Quadratmetern und was weiß ich? Da dachte ich mir so, hä, bin ich eine Suchmaschine oder was? Hier, was wollt ihr eigentlich? So, ja, hey, wir müssen hier expandieren und was weiß ich und hier und da. Ne, und uns, wir sind so krass aufgestellt, wir haben so viele krasse Erfolge gefeiert die letzten Jahre. Ich dachte, was willst du eigentlich von mir? Ja, am Ende des Tages wollte der mich anwerben. Digga. Das kam aber jetzt überraschend, ey. Muss Ja, ich wusste ja initial nicht, dass der dafür diese. Oh Gott, die haben einen AP-Sniper. Also wer bei AP an Sniper denkt, der lebt ja nicht in meiner Welt. sagen. Ach, Junge, mein einer Kern ist fast down. Von Mein zwei einer. AP-Sniper-Schüssen. Kann so frech sein. Muss man den Steffen fragen. Ja, Real Fabo, Talk, we Alter. kennst du Christoph? Christophs Maul. Da habe ich schon wieder Schaden. Schaden kann man nicht genug sammeln. Das stimmt. Ja, ist aber auch schon jemand im Helmut-Schmidt-Raucherbereich. Wer ist denn das? Über mir. Ja, wer ist der? Was hast du ja hier für einen Anfall? Ja, das ist der allmögliche Anfall, wenn man sich hier rumschlagen muss mit den Mails, ey. Was habe ich dir jetzt gemacht? Ach, du bist doch auch nicht Du bist besser. einfach da. Du Bastard. Bist doch auch nicht besser, sagt er. Hands down, ey. Bist du auch einfach nicht besser. Kannst du einfach mal die Hands abmachen? Nee, mach ich nicht. Die spielen auch alle wie ganz komische Menschen. So wie, also einer wie ich früher war, der dann mit 14 unironisch K1 gehört hatte. Das Geilste, was ich heute gehört habe. Ich glaube auch, holy shit. Und sich dann auch dabei gefühlt hat. Ich frage mich halt, was hat Du mich machst. damals getrieben, Junge, das du zu solltest das tun? ganz falsch sein, was du halt jetzt noch gleich noch erzählst. Du machst dich gerade komplett kaputt, glaube ich. Wie bitte? Ich sag, du machst dich gerade komplett kaputt. Warum? Ja, Junge, die Repetition kannst du nie wiederherstellen, wenn du jetzt weiterredest, glaube ich. Repetition. Ja, also die Repetition wie in meiner Patek oder was? Die Minutenrepetition. Ja, gerade noch, ja. Ja. Du bist da viel besser. Du hast recht, Bruder. Du bist viel besser. Du bist ganz anders, wenn sich jemand verspricht. Da gehst du einfach cooler mit um. Ja, ne? Ja, Ja. 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 Ich bin auch wortgewandter einfach. Sieh es einfach ein.
Ich finde das lustig, dass ich dann kritisiert werde, aber Fabo halt nicht. Hätte das aber auch gemacht. Fabo ist auch mal Fahr gewesen, der hat schon genug mitgemacht im Leben, ey. Reicht doch auch. Der ist schon genug gestrahlt, ey. Meine Erfahrung, ich hab das abgebaut, hä? Nicht dumm, hab ich das abgebaut. Darfst du nicht machen. Ja, da wirklich nicht. Er hat das auch gemacht. War schon in der Schule ein schlechtes Argument. Das ist aber auch jetzt wieder hier purer Hate. Jetzt mal unabhängig vom Hate-Gedanken, ist es denn wahr? Nee, ist es nicht. Auch das ist jetzt schon wieder eine pure Provokation, das ist natürlich nicht wahr. Provokation, Alter. Absicht. Wäre mir unangenehm jetzt. Mich so zu versprechen. Warum? Ich habe doch Provokation gesagt. Ey, wasch dir mal die Ohren, Digga. Hast du heute schon wieder den Hammer mit Mütze verwechselt oder was? Oh nein, da schlug gerade was ein bei mir unten. Ja, wenn man jetzt Scanner bauen könnte, ne? Kann ich aber nicht. Wieso nicht? Jetzt schon. Naja, wegen Active und so, ne? Ja, macht einfach nichts. Ihr Schwein. Die Gunner denken sich so, ah, sollte ich da eingreifen? Nö. Ich glaube nicht. Heute nicht. Man soll doch nicht mal eingreifen. Muss doch mal so, die nee. Natur Natur sein lassen. So, ja, genau. Nee. Ja, auch einfach mal. Muss auch einfach mal 12 Rockets fressen können. Low Performer, wenn ich 12 Rockets fressen kann. Ja. Low Performer, wenn ich 12 Rockets durch die Nase ziehen kann. Oder? Ich glaube, die beleben dich. Ja, so ist das. Oh, it feels to true 5-Gun. Ist das überhaupt noch 5-Gun? Irgendwie so als ich. Das gibt's noch, aber das gibt's jetzt nicht mehr als Streifen, sondern es ist jetzt so als Dragee. Und damit ist der ganze Reiz für mich halt verloren. Es gibt keine Streifen mehr, ne? Es gibt halt irgendwie nur noch Dragees. Streifen gibt's in der Erwachsenenabteilung, ne? Boah, der. Junge, der war eigentlich nicht so schlecht, aber. Oh Mann. Aber der kam von mir, deswegen war scheiße, Digga. Ja, so ist es. Fuck you, ey. Du musst es halt einfach mal einsehen. Irgendwann muss auch mal gut sein. Manche müssen zurückgelassen werden. Das ist da der Fall. Was ein Held, ey. Ah, oh, schön. Einfach zwei Kerne gleichzeitig abgetrennt. Aua. Na, die Kellen ist auf, hallo. Jemand, irgendjemand. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Egal, das war eh der angesnipte Kern. Den habe ich eh schon abgeschrieben. Das war keine außerordentliche Abschreibung mehr. Die war schon ordentlich, meinst du? Ja. Ja, oh, mehr Morde. Mama. Warum trifft denn da keiner? Das war dumm, was ich, das war dumm, was ich gemacht habe. Und die Cannon. Yeah.
Egon Kowalski hat der Gliedermaßstab-Glied gehört. Als er die Augen gerade geschlossen hat. Wer war das denn? Der sich so angehört hat. Faber, das warst du doch schon wieder. Was denn? Der sich wie Egon Kowalski angehört hat. Wer, wann? Ihr gerade eben, schreibt jemand in den Chat. Das weiß ich jetzt nicht. Oh, nein, ich bin hier. Ich bin der Egon. Oh. Die Jungs von der Frittenbude nennen mich Chef. Wo ist denn hier das Wohnzimmer? Was passiert denn hier, hallo? Kommen wir da. Krass, wie der aber gegenbaut, ne? Das muss ich nicht mehr lassen, ey. Oh, da ist aber die Integrität schon belastet. Da ist die referenzielle Integrität aber schon arg verletzt. Die spezielle Relativität aber ausgehebelt. Der hat ganz schön viele Cannons. Portale. Dann hat er viele Portale. Einfach draufhalten. Das ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann, sag ich immer. Immer noch selbst killen. Ich find selbst killen nicht so schlimm. Ja, eigentlich ist das eine Chance. Wenn ich hier einen Hau hinbaue, müsste der doch einen geilen Winkel haben nachher. Ich höre Sachen fallen. Ich hoffe, das war's nicht du. Nee. Die sind alle zu hoch. Außer das erste, das war okay. Nee, ich will die Dinger ausmachen. Die Schilde. Nee, die Windturbinen. Warum? Ja, dann kann er die Schilde, die Portale nicht mehr unterhalten. Okay, das ist nachhaltiger, das stimmt, aber. Na, hier, weg sind die Windturbinen. Ja, oben sind noch welche. Da kümmere ich mich gleich noch drum, das kommt noch. Kriege ich noch. Oh, ich hab's jetzt schon gekriegt. Ich glaub, das hat jetzt Aua getan. Oh, die war aber gefährlich, ey. Boah, die Nuke. Oh, okay. Die war kurz davor, eine Scam-Nuke zu sein. Ja, wollte ich gerade genauso sagen. Ja, da kam ja schon wieder gar nichts. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, da würde ich fast sagen. Oh, okay, jetzt sind wir schon ein paar Gegner-Team, ne? Ja. Battleships. Boah, nee, Digga, das ist doch so ein Geschwitze. Und ihr macht doch nur Scheiße, ey. Ja, natürlich. Ich?